Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Rouge State Revolutions. Ihr wollt mehr sehen, um dazu Let's Blessing abpassen, dann abonniert meinen Kanal. Wir haben zwei Baustellen. Wir brauchen ja hier unten noch das Hotel in Banifar. Es kostet 60. Wir brauchen die Kunststofffabrik. Und nochmal Industriebetrieb, dass wir hier natürlich verpacktes Essen verarbeiten können. Aber nun gut. Ja, wir schauen mal weiter. Ich habe mal so geguckt. Primär wird es hier sein, da unten das Hotel hin zum Ballern, weil der so einen starken Malus gibt. Hier oben sind wir fertig mit allem Schauen. Und die werden dann nächste Runde weiter hier runterziehen. Weil ich glaube, da unten müsste ja dann das Rebellencamp sein. Genaueres würden wir höchstens wissen, wenn wir hier die Geheimdienstbehörde bauen können. Dann können wir jemanden losschicken, der dann in dem Gebiet guckt. Aber bis jetzt passt alles so. Geld ist eh knapp. Und dann lassen wir mal laufen und schauen, was die Nacht bringt. Die Provinz Rumai bittet um zusätzliche Staatsmittel, um der ländlichen Regierung Zugang zur medizinischen Versorgung zu gewährleisten. Ohne dieses Mittel wird es der Region schwerfallen, Ärzte anzulocken, insbesondere angesichts der historisch niedrigen Löhne und fehlenden Einrichtungen. Ja, die ländliche Regierung in Rumai erhalten, was sie brauchen. Oder, ja, Gesundheit. Nein, wir brauchen die Gesundheit natürlich. Kostet, 30, ey. Aber dafür haben wir die ländliche Zustimmung wenigstens. Auch wenn es übelst schmerzt. So, ich grüße Sie, Exzellenz. Es wurde die regionale Stabilität deutlich erhöht, wenn die Supermacht Russische Föderation. Ja, das ist richtig. Ich will da aber gar nicht. Weil ich groß keine Zeit dafür habe. Jo, die Panzer sind unterwegs. Panzer rollen. So, da ist das Rebellencamp. Rebellenstützpunkt zerstört. Sehr gut. Da steigt die Zustimmung überall. So soll es ja auch sein. Top. Dann können wir mal wieder gemütlich Richtung Mitte fahren. Kann ich euch heile machen? Bedrängt. Okay, ja, es reicht einfach für beides nichts. Ich kann kein Hotel bauen, ich kann keine Kunststofffabrik bauen und ich kann keinen Industriebetrieb bauen. Die Wasser sind alle durch. Die Plusflotten starten. Eco startet, kostet mich auch. Wehrpflicht ist bald durch. Schauen wir da, was wir da Schönes nehmen. Die Offshore-Banken sind am Start. Ja. 3 Monate. Im nächsten muss ich es unbedingt bauen. Dass es alles nicht verschwendet ist. Gönne ich dir mal nochmal schnelle Bewegung. Nochmal schauen, ob es da irgendwas gibt. Nein, sieht gut aus. In dem Fall war das Rebellencamp. Und dann pesen wir hier auch weiter. Gut. Alles cool. Alles passt. Diplomatie schauen wir nochmal rein. Aber es fordert niemand das, was wir haben. Gut. Excellency. These numbers represent civilian and military units that don't have any movement orders assigned. You may want to consider sending them somewhere before ending your turn. Ich hab's schon gesehen, die oben brauche ich nicht.
Und ansonsten passt das schon. Lass gut sein, Typ. Was bringt uns die Nacht? Die Leute demonstrieren auf den Straßen. Nach einer lokalen Polizeibeamter bricht zufolge ein Wanderarbeiter bei einer Verhaftung erschossen hat. Ja, ist irgendwie. Ja, als ob da jetzt die ganze Zeit alles nach der Reihe wiederkommt. Muss ich mal schauen. Na. Eine sorgfältige unabhängige Untersuchung in diesem Fall fordern. Liberale Rechtsstaatlichkeit, die Forderung der Demonstranten zulassen, während die Polizei ihre eigene Untersuchung durchführt. Die Polizei soll die Demonstration beenden. Gesamtzustimmung, öffentliche Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit. Wir nehmen mal das hier, das Mittelding, was die Konservative dazu gewinnen und die Liberalen verlieren. Ah, wir können einen neuen dazu nehmen und wir bauen hier zuerst das Hotel. Das möchte er ja hier unten haben. Und das setzen wir hier einfach mit dran. Da. Super. Haben wir ihn auch glücklich gemacht hier. Ziel erreicht. Belohnung. Forschung. Ein Sternchen. Top. Wir schauen hier mal bei dem Tibi rein. Gut, die Wehrpflicht ist mit dabei. Informationsgewinnung, Maulwürfe. Bessert die Zufriedenheit. Senkt die Wahrscheinlichkeit, dass die heimliche Entwicklung von Atom so entdeckt wird. Der Mech, das sind die Zeitreisen, Langstrecken, Helikopter erhalten plus 1, Angriffsreichweite, Mörsereinheiten. Infanterie Stufe 2 Fusar, 1 Schaden gegen panzerte Feinde, psychologische Kriegsführung, Infanterie 1 Schaden gegen Infanterie. Zwangsumsiedlung, die Umsiedlung zu Provinzen mit Arbeitskräftemangel wird verdreifacht. Sonderleistung für Veteranen. Bodenlaser. Eine Art hochgenetischer Laser, die entwickelt werden, um Asteroiden zu zerstören. Ach, das ist das okay. Boah. Das fähigsten Soldaten an der besonderen Ausbildung verleiht der Infanterie plus 1 auf Sichtweite. Nukleare Notfälle. Cybersicherheit. Boah. Zeitreisen. Geheime Forschung aus der Zeit. Fan darüber, dass wir eine Maschine bauen könnten, die eine Momentaufnahme der Zeit erstellt. Einzelne Menschen außergewöhnlichen hohem Energieaufwand zu diesem Zeitpunkt zurückschicken. Und die anderen Physiker weltweit weisen unsere TOT als Unsinn zurück. Aber das Potenzial wiegt die Kosten allemal auf. Was wird mich das kosten? Müssen wir erstmal machen. Erstmal machen hier. Wir machen mal hier die Zeitreise. Das interessiert mich gerade. So, der Typ hier. Yeah, nice. Steuergutschrift ist durch. Staatliche Investitionen, Gewerkschaftsverbot, Unfallversicherung. Wohlstand. Ländliche Zustimmung ist immer gut. Zustimmung ist eigentlich immer gut. Städtische Zustimmung. Wohlstand, öffentliche Sicherheit. Wir nehmen die hier mal mit. Wir können einen neuen Minister. Für die Außenpolitik, für die Justiz und für die Innere. Innen. Kultur. Oh, welche hatte ich denn jetzt eh? Eieiei, welche war denn das? War das die Innenpolitik? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das hier.
Innere, wir tun mal den Minister nennen. Was? Das ist die einzige. Okay. Ah, das war's nicht. Liberale Zustimmung. Bildungszugang. Brauchen keine Unterhaltung, religiöse Zustimmung, Wohlstand sinkt. Das ist okay. Staatsbürgertest. Erweitertes Touristenvisum, Arbeitsvisa, wir bauen eine Mauer. Wahlverbot für Immigranten, Verbesserung der Luftsicherheit. Amnestie. Staatsbürgertest, Wahlverbot, Verbesserung. Ein Land, zwei Nationen, nein. Bensanji-Zustimmung, Quafi-Zustimmung, Ausweise. Machen wir die mal. Wir nutzen das mal und hoffen, dass es auch klappen tut. Wir haben 10. Boah. Ja, ich kann es nicht decken gerade. Das ist halt momentan jetzt so. Du darfst auch wieder Richtung Heim. Sagen wir auch, yo, gibst du Gas? Wir haben ja da doch auch eins mehr bekommen durch das Ministerium. Jo. Verteidigung, Rohstoffe, das Ökozeug. Das wäre was. Den haben wir zufriedenstellen können. Ich brauche hier Kunststoff und die andere. Exzellenz! Kennen Sie dieses Lied? Eine berühmte Musikerin aus Besançon hat ein Musikvideo veröffentlicht, aber der Text und die Bilder werden von unserer fundamentalistischen Bevölkerung als Beleidigung empfunden. Normalerweise würde ich so etwas nicht zur Sprache bringen, aber das Album enthält auch einige Songs, die denen ihr Führungsstil kritisiert wird. Rechtsstaatlichkeit geht runter. Unterhaltung geht runter. Ins Gefängnis werfen. Es gefällt mir einfach nicht. Passt. Mir gefällt es nicht. Ich benötige Hilfe in unserer Zustimmung. Konserviert in Romai. Was? Die Zustimmung. In Romani. Ah. Mal würde ich sagen, wir schicken das Militär hin. Aber das geht ja nicht. Okay, wir brauchen, was habe ich gesagt? Eine Kunststofffabrik. Oh. Ja, Hammer. Das ist gut. Neben einer Stadt. Hier oben habe ich eigentlich noch Platz ohne Ende. Machen wir hier. Jo. Und wir brauchen dann ein Industrie noch. Aber das passt alles.
Das passt dann da soweit. Du darfst auch weiter hochpesen. Was jetzt schon wieder los? Warum stockt da die Energiegewinnung? Ich hab doch... Muss man nicht ganz verstehen. Oh man. Wo ist denn das Kraftwerk? Gibt es da eigentlich Probleme? Nein. Ich habe zweimal gefördertes Öl unter Korruption. Was haben wir hier? Verkauft die Waren 45. Matti. Brauchen sie immer noch nicht. Oh. Rechtsstaatlichkeit 1. Das ist mega toll. Zeitreise. Oh, das Öko-Ding, das dauert halt einfach. Ah, oh, die Umwelt überall hochballern. Städtische Zustimmung, das hilft auch mit der Busflotte. Aber sonst habe ich nichts. Da haben wir auch Zustimmung. Brauchen wir alles. Ziel ist 63. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das kann was werden hier. Gut. Ach, das haben wir schon benutzt. Okay. Ja, ansonsten bringt mir das nichts. Ganz optimal wäre es, wenn wir hier rein eine Straße bauen würden, dass die hier angeschlossen sind alle. Ja, das passt auch. Hier hätte ich gern, dass hier die... Dass man das einfach nicht verbessern kann. Oder heilen. Egal. Wir schauen weiter. Exzellenz, ich habe jüngst erfahren, dass wir keine Möglichkeit haben, nachzuverfolgen, ob die Farmen im Staatsbesitz gentechnisch veränderte Lebensmittel produzieren. Sollen wir Kontrollen durchführen und dafür sorgen, dass solche Lebensmittel für die Verpackung gezeichnet werden? Das wird sicherlich nicht günstig. Nein, das ist kein wichtiges Thema. Oh Mann, mir bleibt aber auch echt nie Geld übrig. Oh. Ja, das bloß hin und her geschiebe. 5 weg, 5 dazu. Tja. Ist jetzt nichts, dass irgendwo Not am Mann wäre. Meine Wähler fordern ein neues Museum. Auch oh, nur. Muss jetzt schauen, dass ich hier. Kostet 50, oder? Nein, Industriebetrieb, das ist gut. Braucht der auch neben der Stadt, oder was? Also. Toll. Das ist doch prima. Das ist doch prima hier. Alles cool. Blockt der Panzer eigentlich was? Nein. Panzer blockt keinen Verkehr. Ah. Ich habe ja das Solaranlage. Kostet mich 40. Liberale Zustimmung. Umwelt geht down. Atomreaktor.
Solar für 40. Plus 15 Strom gibt es. Wir sind halbwegs gut dabei. Bloß hier gehen die Arbeitsplätze aus. Der will nämlich da oben noch ein Museum haben. Will ich aber gar nicht. Denn das Museum kostet 40. Das ist ja, ich muss jetzt schauen, dass ich hier an Strom rankomme. Das wird ja produziert. Jo. Exzellenz, Hoch mit dir. Vorbasinji. Gut. Ja, sonst haben wir wieder mal nichts. Hier unten fehlt der Strom da dafür. Da will keiner handeln. 2 Monate verbleiben. Ja, kann ich nichts machen. Das ist halt einfach so. Exzellenz. Dass man es einfach nicht wieder verbessern kann. Exzellenz. Ja, bleib doch ruhig, ey. Kriegst du das schon? Es ist in Arbeit alles. Schau mal, ob sich jetzt der Bedarf gedeckt hat, nachdem da die Nacht rum ist und wir die Produktion ja haben. Rohstoffministerium. Babelistan wäre ja ein mächtiger Verbündeter, und wenn wir unsere Beziehung verbessern, das sollten Sie bedenken. Boah. Babelistan. Oh, komm eh. Es wird eher schlimmer mit denen. Bauer. 45 kostet mich das. Solarenergie. Solarenergie. Wollen wir genug Arbeiter? Hier oben. Da haben wir genug. Geh. Tun wir hier hin. So, wir sind hier wenigstens mal wieder im Plus. Können wir den hier aus der Patsche raushelfen? Dann funktioniert das da wieder. Wir brauchen Nahrung. Was kostet mich das? 30 kostet eine Agrarfläche. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kann ich die hier hinbauen? Aber ich setze lieber hier oben hin. Hier in das Gebiet. Hier irgendwo hin. Dann reicht es da dafür. Kunststofffabrik läuft. Agrarflächen. Kommt jetzt nicht so viel an. Aber okay. Ansonsten bleibt mir wieder nichts anderes übrig. Dass wir das Öko da endlich mal hinbekommen. Das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig. Bildung geht runter, ja. Ausweise auch dabei.
Lass lieber die Rechtsstaatlichkeit im Keller. Also das Strom dürfte gedeckelt sein mit der Solaranlage. Wir schauen mal, ob das auch wirklich so ist. Ob das hier auch am nächsten Tag funktioniert. Alter, schrei mich nicht hier an. Wir sind irritiert, wie Bürger der Kategorie Quafi in Bensai behandelt werden. Was denn hier komisches? Agrarfläche. Kommt hier hin. Es kommt hier Essen an. Wir haben Essen. Eine Agrarfläche. Strom schon wieder eh. Boah. So, das interessiert mich jetzt nämlich. Ob das jetzt wieder passt. Es wird ja sozusagen gesucht überall. Deswegen ist die Zustimmung, denke ich, auch ein bisschen niedrig. Nahrung haben wir jetzt da. Das Ding arbeitet. Braucht ja bloß eine Straßenanbindung, dann läuft die Sache. Das ist ja jetzt vorhanden. Das ist vorhanden. Exzellenz. Ja, die Panzer können sich hier anreihen. So viel Wahlversprechen kann ich glaube jetzt nicht halten, weil ich jetzt schauen muss, dass die hier das endlich mal hinbekommen. Der Industriebetrieb. Weil irgendwie fehlt Nahrung. Wir warten jetzt mal ab. Ist alles so, wie es sein soll. Ah. Okay. Geheimbasis. Exzellenz, ich habe einen anonymen Brief von einem unzufriedenen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums erhalten, in dem er droht, geheime Staatsinformationen an die Presse weiterzugeben, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden. Über welche Informationen diese Person genau verfügt, ist unklar. Sie verlangt jedoch, dass eine bestimmte Summe an eine Kryptowährungsadresse transferiert wird, die wir nicht nachverfolgen können. Ah, Mann. Verdammt, dem Brief keine Beachtung schenken. Wir haben nichts zu befürchten. Lösegeldforderung eingehen, wir gehen. Wir gehen der Sache nach, aber nicht heute. Wir lassen es mal. Excellency, sometimes things are so bad in our neighboring countries that people want to escape and find new homes here. We can set how many immigrants we receive every month by talking to our neighbors and selecting set immigration quota. Legal immigrants are much like any other citizen. They pay taxes, demand goods and contribute to our workforce. But they also have some loyalties to the countries they hail from. If illegal immigrants, like those you see here, do not pay taxes, but they do demand goods and contribute to our workforce. If you let them stay, conservative citizens will disapprove and blame you. If you use your military force to turn them away, liberal citizens will disapprove and blame you. Oh, ist das ein Mist, ey. Allow legal immigrants in, and you had better maintain positive relations with the countries they come from. If illegal immigrants come to Bezenji, however, you're destined to anger a segment of your population, no matter how you handle them. Ja, das ist mal richtig toll hier, ne? Uiuiuiui. Willst du mehr Nahrung haben? Dann baue ich dir nämlich nochmal eine Fläche hin. Eine Agrarfläche baue ich dir dann nochmal hin. Setze ich die hier hin. Kriegst du eine Straße. Dann klappt es so hoffentlich. Ansonsten
Mal Agrar. Nein, reicht mir nicht. Das reicht nicht. Ich brauche das Kraftwerk, damit der Strom gedeckelt ist. Weil ich glaube, das da unten ist schon wieder. Nein, tatsächlich noch nicht. Ja, witzig. Umweltverschmutzung. Ja, ich bin noch dran. Die Busflotte ist nächsten Monat fertig. Das ist okay. Öko ist durch. Können wir dann auch aktivieren. Der Typ hier ist mit den Zeitreisen beschäftigt. Die Jugendarbeit. Wohlstand. Ja. Und sie ist mit den Ausweisen dran. Ist die Zustimmung und alles. Wenn wir hier mal schauen, dass wir hier irgendwas anderes machen. Weil dann lasse ich hier das für die Folge. In der nächsten, wenn der Tag rum ist, wird hier dann sowieso erstmal wieder das Umweltbewusstsein steigen. Dann hoffentlich hier auch in die Provinzzustimmungen. Unterhaltungen. Ja, das müssen wir schauen, wie wir es machen. Was kostet das Museum? Boah, 40. Mann, 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 ey. Illegaler Migrant. Muss ich mir mal weiter reingucken. Und dann sage ich an der Stelle, die haben wir ja gebaut, dann kriegen wir hier mehr Nahrung und dann steigt es hier hoffentlich von 38 auf ein bisschen höher. Und dann sage ich an der Stelle natürlich, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.